Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im Ellerbach Stories Projekt. Und ja, wir stehen hier immer noch auf der Landstraße bei Unterellerbach. Und ja, die Stadt hat uns echt sitzen lassen, beziehungsweise die Polizei, die wollte ja eigentlich vorbeikommen wegen ihrem ollen Schild hier. Aber ja, wir stehen hier immer noch und stehen hier immer noch. Und ich hoffe, die ollen Vögel kommen jetzt hier mal bald an. Weil wir hätten eigentlich Aufträge, der Händler hat offen und ich hoffe, die ollen Bogos kommen jetzt hier mal. Dü, 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 dü. Ah. Moin, Franz Schröder. Hallo, hier ist der Bürgermeister. Moin. Wir haben ja jetzt eine neue Feuerwehrwache. Ja. Die alte soll deswegen abgerissen werden. Okay. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da eine Absperrung, so um die Feuerwehrwache herum, eine kleine Absperrung einrichten könnten. Eine Firma dafür wurde schon organisiert oder muss die Stadt Fahrzeuge stellen irgendwie oder? Das muss ich nochmal hinterfragen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Stadt muss dafür Fahrzeuge stellen. Okay, ja, klären Sie das mal. Ja, dann würde ich das nämlich in Angriff nehmen, weil sonst würde ich das in einem machen, sonst würde ich... Nehme ich gleich einen Radlader oder so mitnehmen und dann würde das ja, passen. Nehmen Sie einen Radlader mit, weil es ist nämlich noch keine Firma organisiert, dann können Sie das ja machen. Jo, okay, dann machen wir das so. Dann bringe ich die Firma, die Fahrzeuge mit. Ja, okay, super. Dann weiß ich Bescheid. Jo, okay. Tschö. Vielen Dank, tschüss. So. Polizeiinspektion Ellerbach. Marl Franz Schröder, Stadt Ellerbach. Moin. Hi. Meine Herrschaften, ich weiß, Sie arbeiten für die Stadt Ellerbach und so und die sind nicht immer die schnellsten, aber ich stehe hier jetzt schon die ganze liebe Nacht hier. Es ist 7 Uhr und Sie sind immer noch nicht hier. Wann ist es denn soweit? Wir sind im Anflug, junger Mann. Wir hatten hier noch eine Kontrolle heute Nacht. Ach so, okay. Und da mussten wir eben halt gucken. Wir konnten auch selbst, wir haben einen Tisch reserviert gehabt und konnten das auch leider nicht annehmen. Deshalb. Wir sind auf dem Weg, dauert 2 bis 3 Minuten, wenn Sie gerade noch diese kurze Zeit haben. Jo, jo, ich warte. Jo, bis gleich. Tschö. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir unseren Schlepper schon mal rein. Ach, da hinten kommen sie schon. Irgendwie fahren die komisch. Naja, gut. Moin, Herr Dose. Ah, moin, Herr Schröder. Dann zeigen Sie uns das mal kurz, was da jetzt gewesen ist. Ja, dieses Schild sollte eigentlich hier vorne stehen. Okay. Ich weiß nicht, wer so komisch fährt, dass das Schild da vorne landet oder keine Ahnung, ob das Schild über Nacht fliegen gelernt hat, aber... Ich finde das schon urkomisch, man stellt Schilder auf für 30 km/h und dann werden sie umgeboxt. Das Schild liegt jetzt hinter Ihr Fahrzeug. Vor meinem Fahrzeug, vor Ihrem liegt das. Oh, das ist aber eine ganz schöne Entfernung hier, ne? Ja, 100 Meter, 150, 200 Meter sind das ja. Deswegen. Das sollte eigentlich vorne am Ortsschild stehen und ja, jetzt liegt's hier. Ja, irgendwie sehr merkwürdig. Ja, wir müssen das einfach mal im Auge behalten. Wir haben ja keinen Beobachter hier, der das gesehen haben könnte. Bis hierhin kommen unsere Kameras ja nicht, das dürfen wir ja auch gar nicht. Nö, nö. Was wir aber eventuell mal vielleicht machen könnten, Gustav, ist, wenn es auch für die Stadt okay wäre, dass wir vielleicht mal so Blitzer einsetzen,
Dann wissen wir vielleicht schon mal, wer hier immer mit höherer Geschwindigkeit durchfährt. Was halten Sie denn davon, Herr Schröder? Das kann man auf jeden Fall machen, wenn Sie irgendwie einen Blitzer haben oder so. Vielleicht lässt sich das ja dann so ein bisschen einstufen, wer hier Schindluder treibt. Ja, Herr Schröder, da wo wir Sie eh gerade mal hier haben, können Sie mal gerade hier rüberkommen, bitte? Ja. Dieter, komm auch mal bitte rüber. Sie machen doch auch irgendwie dieses Fahrzeuggedöns mit, ne? Werkstattmäßig, oder? Ja, genau, ich mach den Händler. Wie wird das denn aussehen, wenn wir vertraglich irgendwie hier das machen wegen der Reparaturen der Stadtfahrzeuge und dass die Stadt eben halt dann auch selber die Kosten eben halt übernimmt? Also eben halt so einen Wartungsvertrag. Also für Feuerwehr, Polizei und so, oder? Ja, und Notarzt, genau. Einmal immer, was weiß ich, alle paar Tage mal drüber gucken, ob alles in Ordnung ist und dass wir auf jeden Fall sichere Fahrzeuge haben. Ja, ich denke mal so viermal im Jahr, fünfmal im Jahr könnte man ja machen. Ja. Also Reifen, Verschleißteile und, das, die ganzen Kosten auch für die Stadt übernimmt dann einfach der Bürgermeister. Also müssen wir jetzt noch mit dem abklären, aber das muss er machen. Das Ja, auf jeden Fall. muss ja alles sicher sein hier. So, Kann ich und Ihnen ange oder kann ich ihm so einen Wartungsvertrag fertig machen oder ein Angebot dafür? genau, dass wir das dann aufs Händlerkonto überwiesen bekommen, das ist dann alles schick. Oder keine Ahnung, was für ein Konto, wohin Sie das haben möchten, müssen Sie Jo, bitte auf Händler. der Dings draufschreiben. Und dass dann unsere Fahrzeuge definitiv sicher sind. Jo, kann man auf jeden Fall machen, das kriegt man hin. Gut. Ja, und hier müssen wir eben halt gucken, wie wir das machen. Mir wird jetzt aber nichts groß einfallen, außer einmal die Blitzersache. Die Blitzersache, das Schild wieder aufstellen, so dass das passt halt und ja, weil andersweitig kann man das, glaube ich, keine Ahnung, nicht machen. Genau, wir müssen eh nochmal, wo ist er denn jetzt hin? Eh nochmal sprechen. Ich bin schon noch da, ich bin da. Alles gut. Okay, wir müssen ja eh nochmal sprechen wegen der Winterdienstgeschichte. Oh Also, ja, genau. Da. weil das muss ja nicht alles die Stadt machen, die Bürger sollen, am besten machen wir da so eine Aufteilung oder so. Ja, würde ich auch sagen. Irgendwie statt die Hauptstraßen oder ich weiß es nicht. Genau, und die Bürger, die sich eben halt da freiwillig mit Dingsbums anschließen, dass die eben halt hingehen und da auch ein bisschen was von der Stadt für bekommen oder so. Ja, genau. Was hältst du davon, Dieter? Ja, das, sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, auch Herr Schröder, aber ich habe gerade eine SMS gekriegt. Gustav, wir müssen gleich mal dringend noch einen Einsatz fahren. Aber hört sich gut an. Okay, das heißt, wir schließen uns da kurz. Würde Wir ich behalten die Auge. mit dem Bürgermeister dann halt auch mal besprechen. Irgendwie vielleicht noch mal ein Treffen machen dann mit ihm. Machen wir. Das hat ja aber noch eine Zeit, noch haben wir ja erstmal den späten Sommer, Ja, also genau. falls Winterdienst es mal kommt ja erst. anfängt, Fahrzeuge oder sonst irgendwas, dass wir das auch zur Verfügung stellen können, Ja, ob wir genau. den Platz dafür haben. Gut, dann sind wir weg, Herr Schröder. Jo, auf jeden Fall. Dankeschön. Und wir hören uns. So, Jo, Dieter. weiß Bescheid. Wohin müssen wir? Ja. Wir müssen dringend. So, wir müssen den Herrn Hemming anrufen. Moin, Franz Schröder Guten hier. Tag. Ich habe eine Frage. Ich habe ja bei dir beiden bestellt. Jo, die Ballen würde ich jetzt dann laden. Ich hatte noch gerade ein Gespräch mit der Ja. Polizei. Mit was für einem Wagen bringst du die? Mit dem normalen Anhänger. Mit dem Ballenwagen. Kann man da Maschinen drauf haben? Ne. Das ist schlecht. Ich würde gerne zwei Quads verkaufen. Ah, okay. Kann ich die zu dir hinfahren und hinstellen und dann geht das seinen Weg oder? Ja, natürlich, das kann man machen, wenn du mir die hinter die Halle stellst, Richtung Werkstatt Ja. da, das kannst du auf jeden Fall machen. Ist gut. Weil dann stehen die da sicher, dann sieht die auch keiner und dann würde ich das dann machen sozusagen. Würdest du die dann mit in die Ballen einrechnen? Ja, kann ich machen. Kann ich machen.
Okay, danke. Okay, weiß ich Bescheid. Tschüss. 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 Gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt die Ballen hier gefahren kriegen. Weil so langsam müssen die jetzt auch mal weg. Immer nur noch gucken, wie das läuft hier mit den Ballen. Mal gucken, unsere hier neumodische Ballengabel mal angucken hier. So. Das passt schon mal. Dann laden wir die mal ganz vorsichtig vorne auf dem Anhänger auf. Wenn das so geht, dann passt das ja auf jeden Fall. So. Zurück. Für sowas eignet sich halt natürlich der Steier echt gut, muss man sagen. So. Stellen wir die mal mittig hier drauf. Gut, das passt. Gucken wir, ob wir ja nochmal, das sollten wir alle vier drauf kriegen. Das sind ja, sind vier Pakete sozusagen. Mehr kriegen wir ja auch nicht gelupft. Herr Keugel kann sein IHC auch abholen. Dann müssen wir den auch noch anrufen, dass der den abholt. Dass der auch mal weg vom Hof ist. Wenn die Quads gleich kommen, dann stehen ja immer wieder Fahrzeuge hier. Gucken wir mal, ob wir die nach drüben gedrückt kriegen. Schön ordentlich. Gut, das passt. Dann machen wir hier mal irgendwie ein Spanngurt drüber, dass die auf jeden Fall halten. Dann holen wir die restlichen zwei Pakete. Dann können wir die auf jeden Fall schleunig zu ihm hinfahren. Die Stadt hat uns ewig aufgehalten. Das ist Wahnsinn. Gut. Aber läuft echt gut mit der Gabel. Hätte ich echt nicht so gedacht, aber ja, das läuft. Das passt auf jeden Fall. So. Gucken, dass die uns bloß nicht runterblumsen hier. Oh, Herr Temming kommt da gerade. Moin, Franz Schröder hier. Mit Chris Gott. Wie sieht es eigentlich aus mit IHC? Ja, der ist angekommen. Den können Sie abholen. Der steht auf dem Hof. Können wir den da herbringen? Ja, das geht, aber würde erstmal dauern, weil ich gerade noch am Heuballen fahren bin für jemand anderen. Wird ja, ist okay. Kann ich ihn aber vorbeibringen, also das ginge. Würde nur seinen Moment eben dauern. Und hat sie Gras oder irgendwas? Weil wir bräuchten etwas für Biogasanlage. Gras, Gras, Mais, irgendwas halt. Wo? Muss ich mal gucken. Mais hätten wir ein ganzes Feld. Feld 16, also der Hof Krüger sozusagen. Muss ich halt mal mit meinem Kollegen noch besprechen, aber so, für den Mais hätten wir keine Verwendung. Aber ich würde das dann auf jeden Fall noch mit ihm besprechen. Okay, ja, doch, Ulfa, Ulfa, wir bei Episode.
Ja, genau. Mache ich. Ich bespreche das das nächste Mal, wenn er wieder da ist. Dann. Aber normalerweise denke ich schon, dass wir den verkaufen können, weil wir brauchen den nicht. Ja. Okay. Tschüss. Gut, dann fahren wir erstmal die Heuballen. Gucken, ob wir hier rumkommen. Oder auch nicht. Das ist echt der Hof ist echt eng. Kannst du sagen, was du willst, aber der Hof ist eng. So. Gut, dann machen wir uns auf den Weg auf zum Herrn Temming. Ballen haben wir on board, müssen nur aufpassen, dass die uns nicht flöten gehen unterwegs. Aber ich denke schon, dass wir den Mais verkaufen können, weil wir brauchen den nicht. Da fahren wir am besten den Weg hinten rein bei der alten Feuerwehr. Die müssen wir auch absperren. Das wird dann der nächste Auftrag sein, beziehungsweise wir bringen eben den IHC weg. Vorsichtig hier reinfahren. Nicht, dass die Polizei irgendwo noch steht. So, jetzt aber mit Mitgefühl geht's hier rein. Weiß gar nicht, wo er die hin haben will, ob er die irgendwo auf dem Hof haben will. Müssen wir mal gucken, ob er da ist. Da oben steht ein Güllefass. Fahren wir mal hier auf den Hof. Hat der hier irgendwo Platz für oder in irgendein Silo vielleicht könnte man die stellen. So. Ja, stellen wir die ins Fahrsilo rein. Gucken, dass wir die noch vorsichtig runterkriegen hier. Gut, dass wir so einen wendigen Schlepper haben. Mit dem können wir das echt hier wunderbar abladen. Ja. Gut. Dann laden wir die Geschichte eben ab. Das hat sie ja auch gleich. Ist ja alles schön hier vor Ort. Ja, okay, gut. Da habe ich genau das, was ich eigentlich nicht haben wollte. So. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das regeln. Zack. Gut, dass Herr Temming nicht da ist, dass der das nicht sieht.
Jo, aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss.